Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute bei Dirk vom Bilzer Berg angekommen. Das Auto habt ihr ja schon mal gesehen, TCR Golf. Wir haben uns kennengelernt auf dem Bilzer Berg beim Fahren. Und wir haben immer gesagt, wir müssen einmal hier, wie ich gerade erfahren habe, im Sauerland vorbeikommen. Eigentlich sind wir hier bei der Firma Frischlicht. Das ist eigentlich deine Firma. Jawohl. Ihr vertreibt Lampen. Technische Innenbeleuchtung, ganz genau. Technische Innenbeleuchtung. Da geht es heute aber gar nicht drum, sondern heute geht es um Autos. So, hier gibt es jede Menge Autos, alles querbeet. Es ist zwar so ein bisschen golflastig, aber es wird nicht nur um Thema Motorsport gehen, sondern auch um, wie soll ich sagen, Raritäten. Genau, Raritäten. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir sind hier gerade schon einmal durchgelaufen. Das sind wirklich Raritäten. Da müsste man fast zu jedem Auto ein eigenes Video machen, weil sie wirklich so selten sind, dass wahrscheinlich teilweise es kein zweites Mal gibt. Vermutlich nicht. Da geht nee, also nicht nur wahrscheinlich, sondern es wird kein zweites davon geben. Zweites Mal, genau. Das seht ihr in dieser Videoreihe. Ich würde sagen, bevor wir loslegen, gibt es erstmal einen kleinen Porn für euch und dann steigen wir hier ein. Also Dirk, wo wollen wir denn anfangen? Das ist mir gleich. Erzähl mal als allererstes Frage, wo kam deine Leidenschaft für Autos her? Weil du hast ja ein paar Autos mehr, können wir da eine Zahl sagen ungefähr? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Vergessen, okay, das ist schon mal gut. Muss einer mitziehen im Video. Es ist auch, ist, aber es ist noch zweistellig, ne? Ja, oder also würdest du sagen, es ist... Nein, es ist zweistellig, das bleibt es aber auch. Das sagt er jetzt. Es wird nicht dreistellig. Mal abwarten, was demnächst ist. Einfach nur typisch alter Hase dazu gekommen, Autos einfach geil. Ja, früher auch Tuning, Motorsport, BMW 30, Golf 2 und so weiter. Deswegen auch die Leidenschaft zu den ganzen Golf 2s. Ja, und früher bin ich BKW-Slalom gefahren und irgendwann ist der Jaust halt, also Ben, den kennen ja nun auch einige, Trendkart angefangen und dann irgendwann sind wir dann auf Rundstrecke auch gegangen. Mhm. Ben so ist der Sohn, muss man dazu sagen. Genau. Das heißt, Vater-Sohn gespannt, ihr fleißig auf Rennstrecke unterwegs. Ganz genau. Erster Auto, deins? Damals? Erste Auto deins für eine Rennstrecke war... Nein, nicht für die Rennstrecke, generell so. Oder war damals... Erst R5 und dann direkt BMW 30 323. Mhm. Deswegen steht da hinten auch noch so ein 323 von 82. Das war mein erstes Auto. Der steht jetzt nicht hier, aber das ist genau das Auto, was da hinten steht. So einer war das. Wenn du dein erstes Auto zurückkaufen könntest, würdest du es kaufen? Ja, kann ich. Hatte ich versucht, geht aber nicht mehr. Gibt's nicht mehr? Nein, ist in der Presse gelandet. Die Stoßstange, die habe ich wieder zurückkaufen können. Hab ich mir nie, also ich habe den Vorteil, ich habe mein erstes Auto zum Glück noch. Es sieht ungefähr aus wie die Karosse da oben. Ziemlich ähnlich, außer dass ein paar Löcher zugespeist sind. Aber ich habe neulich nachgedacht, ich hatte, als es mit dem Auto natürlich wieder eskaliert ist, wie es immer eskaliert ist, habe ich dann aus der Familie bekommen einen zweitürigen Jetta. So, ne? 75 PS Automatik, wie damals waren, in weiß und innen so eine typische Kordstoffausstattung, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und da habe ich kurzzeitig mal drüber nachgedacht, das wäre tatsächlich eigentlich mittlerweile auch mal wieder ein Auto, was man fast gucken könnte, ob man das mal wieder zurückkriegt. Ne? Auf jeden Fall. So, der war zwar rundum im Arsch, also rundum im Arsch im Sinne von, der hat halt hier und da mal eine Leitplanke, ein Verkehrsschild und so weiter gesehen, aber er hat keine Karosse gehabt, weil er relativ wenig Rutter hatte. Weil ja, er also vorher bei meinem Onkel immer nur in der Tiefgarage stand. Aber ich glaube, boah, dass wir den wiederfinden, dann muss ich erstmal in die alten Unterlagen kaufen. Das dürfte schwierig werden. Und so weiter. Ne? Ich hatte das Glück, weil ich wusste, wo mein altes Auto rumfährt aber, oder rumgefahren ist. Aber das Auto war zwischenzeitlich verschrottet worden. Aber bei dir ist es schon so, vom ersten Tag an Motorsport? Ja, vom ersten Tag an nicht, aber irgendwann fing das dann an. Mhm. Weil du das ja beim Sohnemann auch durchgezogen hast dann? Beim Sohnemann haben wir das gar nicht durchgezogen. Der ist Leihkart gefahren und sehr erfolgreich. Und dann irgendwann sind wir aufs erste Rennkart gegangen. Ja, und dann, wie das dann so weitergeht. Formel 4, TCR und so weiter. Da gibt es witzige Geschichte zu. Bis vor kurzem war es nämlich noch so, dass er noch keine 18 war. Genau. Das heißt, er ist dann immer zum Bilzer Berg gekommen mit so einem Fiat 500. Sieht ungefähr genauso aus wie meiner, nur dass er hinten zwei eng stehende Räder hat. Weil das war nämlich so ein, was sind die Dinger, 40 km/h, 45 km/h? Nein. 60? Nein. Das ist das, was Ben fahren durfte, ist ab 16, hat es gedrosselt von 69 auf 20 PS. Und das Ding fährt ungefähr 120. Ach, so das schnell hat nie, war der Das Ding hat durch. Nichts mit 45 km/h zu tun. 45 km/h ist ja so eine Art, das ist zwar Vierrad dann, so 45 km/h, aber die fahren halt nur ab 15 Jahre und was Ben hatte, war ab 16 Jahre. Da gibt es auch Unterschiede. Wir blenden mal ein Foto ein, wenn ihr so ein Ding nämlich habt, da mit Sicherheit schon mal gesehen und habt euch die Frage gestellt, was ist das wegen diesen beiden eng stehenden Rädern hinten und Seite verkleidet? Das ist ein Trike im Prinzip, fährst du mit diesem Motorrad, mit dem kleinen Motorradführerschein und fertig. Aber geil ist schon, der kommt mit 20 PS angefahren und dann steigt einen so ein
ich sag mal, knapp 400 PS-Linie. Genau, ballert dann mit dem TCR ein paar Zeiten dahin und fährt mit dem 4 nach. Das war eigentlich die Geschichte, die ich erzählen wollte. Das war immer das Witzige. Ne? Auf dem Bitzer Berg die krassen Dinger gefahren, dann damit. Ja. Habt ihr den behalten oder habt ihr den verkauft? Nein, den habe ich nicht behalten. Den habe ich verkauft. Ist auch für über Neupreis weggegangen. Also von daher, alles gut gewesen. Geil. Ja, okay. Wo wollen wir anfangen? Also hier weiß ich, wir werden ein bisschen länger drüber sprechen. Weil da muss ich mir noch so ein paar Sachen abgucken. Weil das ist ja so der große professionelle Bruder von dem Arbeit eigentlich. Und da so ein, zwei Sachen habe ich mir auf dem Hinweg überlegt, muss ich auf jeden Fall mal gucken, weil wir ja auch wieder wie wild am Umbauen sind. Golf 7 TCR. Genau. Weil wir lassen erstmal den Rest gucken. Wir laufen hier einfach kurz durch und dann fangen wir mit dem Golf an. Ja, wir fangen wahrscheinlich sowieso mit dem Golf an. Weil so viele Golfs hier. Wir sehen hier einen ziemlich noch gut aussehenden Golf 2, würde ich sagen. Genau. Ganz viele werden das nicht verstehen. Weil man muss ja schon, man muss wirklich schon ein bisschen, also ich zähle mich mittlerweile auch schon so ein bisschen älter, um diese Autos so zu begreifen. Ja, ganz viele werden sich jetzt sagen, da ist jetzt ein viertüriger Golf 2 in Rot, ja, ein bisschen Politur drauf, geiles Auto. So. Ja, genau. Aber hier ist keine Politur drauf, der ist so. So, die Chance, dieses Auto allerdings zu kriegen, war so, dass du gesagt hast, ich muss dieses Auto haben. Genau, die Chance, dieses Auto zu kriegen, hatte, ich glaube, hatte keiner im Prinzip. Ja. Das war halt ein bisschen Glück. Mal guck hier mal rein. Und ich sage immer, Blech und Anbauteile kann man alles restaurieren. Einen Innenraum kriegt man nie wieder hin, den zu restaurieren. Weil dieses Auto hat nämlich wie viele Kilometer runter? 4 Kilometer und die sind nur gerollt worden. Das Auto ist im Prinzip nagelneu, ohne Zulassung, ohne Fahrgestellnummer. Das ist ein Museumsauto von VW. 4 Kilometer? Ja, gerollt. Deswegen sind die Nippel auch noch auf dem Reifen. Hier ist auch noch kein Öl in dem Motor. Das Auto ist also komplett jungfräulich. Und was hat das auf sich hier mit dem Bild? Also man geht davon aus, weil das jetzt über 30 Jahre her ist, dass dieses Auto ist, was hier im Original steht hier. Was bei VW im Museum zerlegt, aufgereiht war in alle Teile und dann letztendlich irgendwann wieder komplett montiert worden ist. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze auch. Ich stand hier eben gerade die ganze Zeit vor und denke mir so, dass das natürlich ein relativ aktuelles Bild war, dass das so eher im Klassikmuseum, die immer noch ein Zweier zerlegt hätten. Nein. Das ist ein altes Bild. Verstehe. Das heißt, man geht davon aus, dass das Auto war, genau, was zu Neuzeit zerlegt im Museum war. Ganz genau. Und deswegen halt dieser Kilometerstand auch und das Auto nur geschoben worden ist. Also wenn einer von euch, von diesen Zuschauern, hier sind ja ein paar, vielleicht damals irgendwie an diesem Auto beteiligt war, wäre das auf jeden Fall cool, da mal ein paar Infos rauszurücken. Auf jeden Fall. So, ob es wirklich dieses Auto ist, ob man es irgendwo dran erkennen kann und so weiter. Und du hast den jetzt direkt von VW aber wieder gekauft? Nein, ich habe den von einem Sammler gekauft, der den von VW bekommen hatte. Krass. Können wir mal Hau aufmachen, ja, ne? Klar. Ja, wie oft sieht man den neuen Golf 2, ne? Klar, es ist jetzt kein... Wir gucken aber lieber besser nachher bei dem anderen Golf 2. Es ist ja kein... Boah, schon so lange keine Zweierhaube mehr aufgemacht. Links daneben. Es ist halt nur normaler Golf 2, aber es gibt auch noch Leute, die haben noch viel, viel krassere neue Golf 2 stehen. Mal gucken, was uns noch so erwartet. Ja, ich habe davon gehört. Wie soll es gehen, ne? Ja. Ein paar mehr Golf 2. Also man sieht auch hier, es waren noch nie Flüssigkeiten eingefüllt. Der eine oder andere wird jetzt sehen auf dem Video, dass hier bestimmt ein oder andere Schlauch fehlt. Das ist auch so. Oder auch ein durchlackiertes Getriebe hat es so ja nie gegeben. Mhm. Das war aber aufgrund, weil das ja ausgestellt bei den Teilen. Ja, um das darzustellen, war das halt alles schön dargestellt. Ich kenne sonst nur einen in Hannover, der das Getriebe weiß lackiert. Ja, kenne ich zufälligerweise auch. Aber es macht schon Sinn, dass das so ein Auto war, ne? Weil man sieht ja auch definitiv, dass hier und da überall schon mal was abgebaut war. Nein, das war schon mal abgebaut, aber die durchlackierten Radhäuser, da sieht man es eigentlich am besten dran. Die sind ja komplett auslackiert, die Radhäuser. Und das hat es ja so nie gegeben. Das Auto ist ja auch nicht eingewachsen gewesen. Und das ist ja gewesen, gut für runter, dass man das alles sehen kann. Vorne sieht man das schön. Und wenn man unten drunter filmt, dann sieht man ja auch, wie sauber und klar alles unten runter ist. Neuwagen. Wie der Name halt schon sagt. Ne? Genau, wie der Name schon sagt. Was hat dich gereizt, das Auto zu kaufen? Ja, da kommen wir dann später zu. Okay. Und dann macht das Ganze Sinn, warum der dann auch gehen musste. Gibt halt Möglichkeiten im Leben, da muss man zuschlagen. Genau, und die gibt es nur einmal. Country? Jawohl. War immer so ein Auto, haben Marius und ich schon 1 Million Mal drüber gesprochen, wie geil wäre ein Country mit dem VW-Turbo. Ich bitte drum. So, aber es gab Zeiten, da gab es diese Autos für 2.000-3.000 Euro, im brauchbaren Zustand noch. Ja. Aber ist natürlich, Golf 2 war für mich immer
Die Zeit, wo ich angefangen habe, über Autos nachzudenken, war halt Golf 2, stand wirklich an jeder Ecke. Überall lief das Zeug aus der Heckklappe raus. Genau. Die hatten hinten so typisch diesen Wachs links, rechts. Das waren so die Golf 2-Zeiten. Und mittlerweile sieht man wirklich gar keine Golf 2 mehr. Nein. Also ganz heutzutage. Auf Treffen vielleicht, aber sonst siehst du ja keinen eigentlich. Golf 1 auch nicht mehr. Golf 2 ist mittlerweile ja so weit, dass es auch schon nicht mehr. Also so ein Golf hier wird nicht an jeder Ecke gestanden sein. Das ist ja einer von den 300 Chrom Golf. Die jetzt ja nur so in diesem Ausstattung gehen, wie er ist, hier mit den Chrom-Kuhfänger vorne dran, Schwellern, Fallschiebedach da oben und der beige Innenausstattung. Aber diese Standard-Golfkante, die haben bestimmt mal überall rumgestanden. Aber das war ja schon immer ein Sondermodell hier. 300 Stück gab es ja noch? Ja, 300, ich meine 334 jetzt davon gegeben. Aber gibt es ja auch kaum noch welche von. Ja, vor allem, man muss halt immer sich so die Zahlen überlegen. 300 Stück vor 30 Jahren. Also, genau. Da, ne, lass da mal noch, keine Ahnung, wahrscheinlich eine Handvoll von existieren. Ne? So ungefähr, ganz genau. Also so gesehen ja der erste SUV, den es gegeben hat. Das heißt, man kann wirklich jetzt schon sagen, du bist eigentlich schon absolut, also ich wusste es vorher gar nicht, dass du so ein krasser Golf-Fan bist, weil, ja. Um sich solche Autos hinzustellen, das ist jetzt ja nicht, also das eine oder andere Museum wird sich die Hände nachlecken, aber es ist jetzt ja nicht so dieses typische Sammlerauto, dass Nein. man sich ein Country mit Chrom hinstellt. Ne? Genau. Und dann ist es ja bei den meisten deiner Autos noch so, dass die schon alle irgendwo eine Geschichte haben. Alle Autos haben irgendeine Geschichte, genau. Aber alle Autos, die hier stehen, sind auch im Prinzip erste, zweite Hand und ganz wichtig, eigentlich immer im Erstlack, immer. Mhm. Das heißt, darf nichts dran lackiert sein? Nein, der kann ruhig mal hier und da eine Macke haben, das gehört ja heutzutage so ein bisschen dazu. Und wenn der mal immer wieder im Markt geht, dann kann ja der neue Besitzer den durchpolieren, neu lackieren, was immer mit will. Aber ich finde das halt geil, die Autos haben ja gelebt. Also die haben ja Kilometer auf der Uhr, die sind ja gefahren worden, die Autos. Außer der rote, der natürlich jetzt nicht, aber... Aber du sagst, in den Markt gehen, dafür müsste man ja sein Auto auch erstmal irgendwann wieder verkaufen. Ja klar, aber irgendwann passiert das ja vielleicht, das weiß man ja so nicht, oder? Wie viele Autos hast du bisher schon so verkauft? Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber du hattest schon extrem viele Golf 2, ne? Das ja, schon, ja. Da hatten wir vorhin ja, schon das ja. Aber das müssen wir ja nicht sagen. Jetzt hier. Das waren schon ein paar, ne? Das ist vielleicht ein bisschen befremdlich. Weil Dirk kauft auch gerne mal ein paar Autos mehr zusammen. Genau. So, ne? Und dann wird auch ab und an mal wieder... Ja, wenn man bestimmte Autos haben möchte, wenn die nur so bekommt. Golf 2 Country, wie fährt sowas? Im Prinzip wie normaler Golf 2 eigentlich. Ist nichts anderes. Also ist jetzt nicht so, dass man gleich denkt, du sitzt jetzt im Geländewagen. Nein, oder? Sind ja, die Federpakete sind ja die gleichen wie im normalen Golf, da ist ja nichts anderes dran. Die Dämpfer sind etwas länger und das war es eigentlich. Was viele von euch nicht wissen werden, weil die Autos sind eigentlich darüber hochgelegt, dass die ganzen Achsen quasi hochgesetzt sind. Die Karosse ist hochgesetzt, das ist einfach ein Spacer zwischen. Ja, da ist so ein kompletter Rahmen zwischen und da liegt im Prinzip die Achse dran befestigt und dann liegt das Chassis oben auf. Das ist Gitterrohrrahmen Stage 1 hier. Ja, so ungefähr. Also wenn du den Rahmen zwischen wegnimmst, hast du einen normalen Golf Synchro. Mit G60-Kotflügel, muss man auch wieder wissen. Ne? Mhm. Immer Country? Oder? Ja, Country hat immer G60-Kotflügel, immer. Und Edition dann auch, egal was für ein Motor ist. Weiß auch kaum einer, dass die Kotflügel anders sind wie vom normalen Golf 2. Weiß ja auch kaum einer, dass eine Tür vom Rallye-Golf anders ist wie eine normale Golf 2-Tür. Also da steht zufälligerweise jetzt eine Tür vom Rallye-Golf. Eine nagelneue auch noch, das ist also jetzt Zufall. Ja, die ist anders wie eine normale Golf 2. Die ist aber leider etwas beschädigt. Ja, aber trotzdem. Oder war der Staplerfahrer hier wieder unterwegs? Nee, ich glaube eher, dass das Transportunternehmen war. Ja, aber das kriegt man ja gedengelt. Gibt es bei VW noch Originaltüren? Nee, ne? Das war die letzte von VW. Ach, die musste man dann. Also, wenn die auftauchen, kaufe ich die schon alle bei VW da vom Markt, damit die alle hier stehen. Weil, bist du so ein großer Rallye-Golf-Fan? Ja, geht so. Also, ist Rallye-Golf dein beliebtester Golf? Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Wie kam das? Gibt es keine, ist nicht irgendwie so, dass als Kind mal. Nein. Keine Ahnung, Oma, Opa nebenan. Haben wir auf den Kopf gekriegt, nein. Eine Rallye-Golf stand und du wolltest unbedingt einen haben. Ist einfach der schönste Golf 2 mit den dicken Backen da dran. Ist ja so Style M330. Wo du dicke Backen sagst, filmen wir mal rüber. Weil ich kenne auch nicht so viele, die sich in der Garage einfach mal ein neues Rallye-Golf-Seitenteil geschickt. Ja, oder mehrere. Ja. Oder mehrere. So, einfach nur so zur Zierde. Das heißt, Edition One war. G60 Kotflügel, obwohl eigentlich gar kein G60 drin ist. Genau, das ist normaler 116 PS, ganz normaler Golf GTI. Ganz genau. Aber Kotflügel waren beim Edition waren immer dran. Dieser steht auch im ersten lackiert, da mag jetzt der eine oder andere ein paar Kratzer dran sehen, aber das ist einfach nur mal so. Das Auto ist ja auch gefahren. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die sagt 180 runter oder sowas, aber das Auto ist über 30 Jahre alt. Wenn du so ein Auto kaufst, sind die dann auch schon alle so tiefer gelegt oder machst du dann sowas? Also eigentlich mache ich das. Ich kann die Autos auch alle wieder zurückbauen. In diesem Falle waren Gewindefahrwerk drin. Hier sind die Serienfelgen sind runter, also es waren schon BBS-Felgen, RM012, die sind runtergekommen und dann habe ich hier polierte Felgen drauf gemacht, weil es einfach schön aussieht. Aber ich könnte das Auto jetzt wieder auf Serie zurückbauen mit den Felgen, wie sie bei der Auslieferung dabei waren, also unpoliert in Silber. Fährst du die Autos auch? Nein. Das war einfach. Viel zu schaden zum Fahren. Das muss man dazu sagen, Dirk ist absoluter Sammler und Jäger. Wie viele Paletten an Zeugs hast du in Summe? Einige hundert.
wirklich mehrere hundert Paletten einfach nur mit Zeugs, was man mal so kaufen kann und sammeln kann. Ne? Türen, Autos, geschlachtete Autos, also Motoren im Prinzip, ganz viele Neuteile, also Golf 2 Neuteile, Türen, Seitenteile, Dächer, alles. Also wenn du damit irgendwann mal umziehst, musst du mir auf jeden Fall Bescheid sagen, nicht weil ich davon willst was helfen? Habe. Genau, ich willst will wirklich helfen? Einfach nur dabei sein, diese Paletten aufzumachen, weil da werden ja auch Sachen bei sein, wo du schon gar nicht mehr daran erinnern kannst, dass du noch hast. Ja, das kommt ab und zu vor. So, ne? So. Und dann ziehst du halt mal so ein Rallye-Seitenteil raus von der Palette und vergessen das alles. Oder eine Menge G-Lader, neue. Stimmt, die Geschichte hatte mir Marius erzählt, dass du hammerhart zum Tresen gegangen bist und die ganzen G-Lader noch gekauft hast, ne? Ja, ja. Das ist so. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Es gibt ja mittlerweile keine mehr und ich habe da schon einige gekauft, aber mehr durfte ich nicht bekommen, weil ich den Markt da nicht bestimmen sollte. Also ich hätte die, wenn es gegangen wäre, alle vom Markt gekauft, aber... Was hat so ein G-Lader bei VW damals gekostet? Ich meine, ich hätte zum Schluss irgendwie, ich bin mir sicher, 1.600 Euro, sag mal 1.590 also Euro bezahlt. Ist jetzt so 10 Jahre her und mittlerweile stehen die ja zwischen 3,5 und 4. VW hatte vor, ich sag mal, 10, 12 Jahren 1.000 Stück aufgelegt auf den originalen Werkzeugen von dem originalen Lieferanten. Und die sind nochmal, weil so viele G-Lader-Fahrzeuge gegeben hat, noch am Markt gekommen. Und davon hatte ich einige mir hingelegt, weil man die ja mal gebrauchen kann. Davon sind 980 bei Frischlicht gelandet im Hochregallager. Das wäre besser so. Also man könnte sie gebrauchen, wenn man viel fährt. Wobei, da kommen wir später zu, weil es gibt tatsächlich ein paar G-Lader, die ihr noch benutzt. Ja. So, hier dachtest du, das war, weil du genau so einmal hattest. Genau. Aber auch als Cabrio oder zum Coupé? Als ein Bauerkabel. Ich hatte ein Coupé und hatte direkt mir dann kurze Zeit später aber ein Bauerkabrio gekauft. Bauerkabrio heißt, das war mal ein Coupé, was die damals als Cabrio gebaut hat? Was Bauer umgebaut hat. Es hat ja vom BMW keine E30 Cabrios gegeben. Mhm. Und die Firma Bauer in Stuttgart hat ja dann die Coupés umgebaut als Cabrio, Hardtop oben runter, das Landau Loi hinten runter. Und fertig. Und nachdem gab gar keine E30 Cabrio dabei? Nein. Das ist ja ein 82er Auto, das ist einer der allerersten E30 überhaupt, das ist Nummer 22. Und nachdem die so einen Erfolg hatten, hat BMW dann 1986 gesagt, wir bauen jetzt auch BMW Cabrios. Ah. Es hat vorher keine BMW Cabrios gegeben. Ja, dann braucht man nichts zu sagen. Golf 2, ne, wenn es schon mal eine neue Klaus zu kaufen gibt. Zweitürig ohne Schiebeder. Dann steht die hier. Aber sowas würdest du auch nicht verkaufen? Nein, ne? Dann gar nicht. Wenn ich jetzt nochmal so ein Golf 2 Projekt machen würde? Oder so? Nein, auch da nicht. Das könnte machen, wer wollte das Projekt. Das wäre mir egal. Die bleibt hier stehen. Die bleibt auch so hier stehen, wie sie ist. Also ist auch ohne Fahrgestellnummer. Karossen sind alle immer ohne Fahrgestellnummer, weil wenn du eine neue bestellt hast bei VW, haben die ja logischerweise deine alte Fahrgestellnummer. Ganz genau so ist das, ganz genau so ist das. Und die bleibt so da stehen, wie sie da steht. Mhm. Weil man könnte ja aus neuer Karosse mit neuen Seitenteilen, mit neuen Türen, könnte man ja ein neues Auto machen. Ja, aber das Seitenteil passt da nicht rein, weil der ja, das ist ja ein frontgetriebenes Auto und ein Rallye Golf ist ein Allradauto. Ja, machen wir passend. Ja, passt die Bodengruppe ja nicht. Wollt sie auch noch umbauen. Die hast du wahrscheinlich auch eine neue. Ja, da fangen wir lieber woanders an aufzubauen. E36 M3 Cabrio. Habe ich so ehrlich gesagt auch noch nie so richtig wahrgenommen. Dieses Auto ist komplett im Erstlack auch. Und das ist, glaube ich, das Interessante gewesen, warum ich den irgendwann mal irgendwo mitgenommen habe. Also sonst keine weitere Geschichte dazu? Nein, gut, E36 früher auch selber gefahren, alle möglichen Autos, also Coupés und Limousinen, alles gehabt, was es da gibt, aber ansonsten einfach nur ein Sammlungsauto. Dann hier ganz was anderes, M6 Cabrio. Muss man haben. Hat man Bock drauf gehabt. Ja, ich sag mal, die Folierung muss ja keinem gefallen. Aber nee, ich wollte gerade sagen, weil das ist ja Folie, das ist ja... Das ist Folie, das ist diesmal Folie. Ja, das ist Folie. Ich fand's geil, mal so ein Auto in der Preisklasse einfach so wild zu folieren. So, daraus ist das entstanden, das Projekt. Ja, sympathisch ist auf jeden Fall hier. Wenn die Antriebswellen zum Event halt in den KG-Rohren schon angeschleppt werden. Ja, aber wie willst du sonst eine Antriebswelle gestalten? Nee, finde ich auch geil, die Idee, ehrlich gesagt. Gescheit lagern, oder? Das ist super, die sind geschützt da drin, die Antriebswellen. Ja, und fertig ist es. Da passiert nichts mit. Ich hoffe, dass KG-Rohre jetzt nicht bald nach dem Video noch rarer sind. aber nee, die Idee ist wirklich, wirklich gut. Auch für andere Sachen, sei es Nockenwellen und so weiter. Ne? Ja, auf jeden Fall kannst du dünnere Rohre nehmen. Das ist geschützt alles und fertig. Putzt du nicht durch die Gegend. Hier sehen wir jetzt ein bisschen Ersatzteile von den TCR-Golfs. Ja, so. Klamotten. Weil da muss jetzt dazu gesagt sein, Dirk hat zwei von den TCR-Golfs. Jawohl. Einmal für sich selber und einmal für deinen Sohn. So haben wir es auch kennengelernt, weil die sind nämlich fleißig, monatlich, ständig am Bilzerberg am Fahren. So, und auch nicht nur so eine Runde. Nee, wir bügeln schon richtig Runden an. Sondern man sieht euch da eigentlich schon viel am Fahren. Ja, auf jeden Fall. Wir gehen mal rüber. Weil du musst dieses Phänomen TCR erstmal erklären. Das Auto, so wie es hier steht, ist nichts
Tuning, gebastelt oder irgendwas, nein, sondern das kommt direkt so von VW. Ja, von VW bzw. von SEAT aus Spanien. Die Autos, die Golfe oder die VW Golf, die Coupas und die Audis werden ja alle bei SEAT in Spanien gebaut. Mhm. Also die Rennfahrzeuge, dieser auch. Und das Auto ist im Prinzip so, vom, wenn man so will, vom Band gelaufen. Das heißt, es gibt eine Rennserie für diese, die Autos gebaut sind? Genau, aber die gibt es weltweit, die Rennserie. Die gibt es ja nicht nur in Deutschland, die gibt's, es gibt ja TCR Europe noch, die gibt es also weltweit, diese TCR-Rennserie. Achso, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich hätte gedacht, das ist nur Deutschland. Nein. Und was für Autos fahren da sonst so? SEAT? Die Coupas, die Audis, mittlerweile, es hat kurze Zeit Opel Astra, glaube ich, gegeben, auch anders Fabrikat. Dann die Honda sind sehr erfolgreich, die Hyundai waren ganz erfolgreich. Peugeot hat es, glaube ich, auch ein oder zwei gegeben. Ich glaube sogar Lada hat mal zwei Autos probiert. Also da ist schon... Echt? Ich glaube... Das müssen wir übereinblenden, wie ein TCR-Lader aussieht. Gab es einen TCR-Abarth? Nee, gab es nicht. Also ich glaube, es gibt insgesamt, glaube ich, 14 Autohersteller, die da was in der Richtung gemacht haben. So, und wo wir halt am Wilzerwerk immer Nadel drauf fahren, war halt einfach, man guckt sich dieses originale Seitenteil an und dann, wie viel das Ganze breiter ist. Das sind, weiß ich nicht, 10, 12 Zentimeter? So ungefähr. So, und halt auf der vollen Breite, vorne und hinten. Und jetzt muss man wirklich einfach mal sagen, wie schnell dieses Auto auf dem Wilzerwerk ist. Ja, das Auto, also ich nicht, also ich schaffe nur 1,45, aber mein Sohn fährt damit 1,44, das ist schon richtig also, schnell am Wilzerberg. Das heißt 1,44, ich bin mit dem Arbeit jetzt 1,53 gefahren, das sind 9 Sekunden und das sind halt einfach Welten. Also das merkt man am krassesten, wenn man sich eine Stadtziellinie stellt und mal einfach 9 Sekunden zählt, ja. Da siehst du ja gegenüber das Auto gerade mal ankommen, genau. So ungefähr. Und die fährt man auch nicht mal eben einfach so raus, das muss man dazu sagen. Also wenn man jetzt sagen würde, du willst mit deinem Arbeit auch 1,44 fahren, schätze, dann bist du nochmal 100.000 Euro los. Ja. Muss ja erstmal Ben einstellen, der muss dann erstmal ein bisschen genau, Arbeit. Da muss er erstmal Paydriver einstellen. Ben steht bereit übrigens, ja, und fertig. Und dann geht das vielleicht. Ja. Da muss man auch mal sagen, wie schnell diese Autos auf dem Wilzerwerk sind. Weil wenn man das jetzt vergleicht mit irgendwelchen Porschen, behaupte mal selbst so Cup, BMWs und so weiter, die sind schon einfach verdammt schnell auf dem Wilzerwerk, ne? Oder was ist vergleichbar? Was fährt da noch so 1,44? Also ein Cup-11er kommt da sicherlich auch hin, 1,44, 1,45 in dem Dreh, aber da, es gibt nicht viel anderes, was so schnell fährt, gibt es einfach nicht. Hm. Also diese Cup-BMWs, die kommen da lange nicht hin an diese Zeit. Wie ist das aktuell in dem Cup? Gibt es immer noch einen aktuellen Golf TCR, dann auf Golf 8 Basis? Oder nein, den gibt es leider nicht, den hätte Benny auch gerne gehabt, also der Benny jetzt, nicht der Ben, aber der wird leider nicht kommen, den gibt es nur einmal. Und er ist nur einmal gefahren und dann hat VW ja das Engagement im Motorsport eingestellt. Okay, das heißt, da geht aktuell nichts mehr. Ja. Du könntest aber von der Theorie mit dem Auto immer noch mitfahren. Ja klar, das ist ein aktuelles Auto. Das ist noch Fiat zugelassen, das ist noch verplombt. Das Auto, der Wagenpass ist alles da. Wir können im Prinzip theoretisch morgen damit mitfahren. Ist das dann auch noch konkurrenzfähig oder hat sich da seit 12,7? Nein, hat sich nichts geändert. Was kostet so ein Auto? Also dieser kostet brutto, jetzt muss ich rumpfen, liegt brutto, so wie er hier steht mit dem Sechszellengetriebe, liegt er bei 160.000 Euro. Und kriegt man dann aber dann von seitens VW da irgendeine Garantie, Unterstützung oder irgendwas? Oder hier hast du dein Auto, Dirk, und viel Spaß? Ja, so ungefähr. Also es gibt ja welche, die sich da diesem Customer-Sport jetzt im Nachgang verschrieben haben und da unterstützend zur Seite stehen, auch mit Ersatzteilversorgung und so weiter. Das ist alles gesichert. Aber ansonsten machst du im Prinzip alles allein. So, und jetzt ist halt das Kranke, normalerweise kauft man so ein Auto als Rennteam und fährt dann damit. Und ihr habt die beiden Kisten halt aber privat und... Fahrt halt ein paar Trackdays mit. Ganz genau. Wir haben die privat, die Autos, und fahren die Trackdays damit, viel beim Pistenclub und eine ganze Menge natürlich am Wilzerberg. Ja, und da haben wir Spaß zu. Denkst du, dass da zeitlich auf dem Wilzerberg noch was gehen würde? Oder ist Ben da schon so weit, dass der 101% fährt so ungefähr? Nein, das sicherlich nicht. Aber man muss dazu sagen, wir fahren ja nicht auf der freien Strecke, sondern wir fahren ja bei diesem Gesellschafterfahren immer mit Verkehr. Diese Rundenrekordzeit ist auch im fließenden Verkehr gefahren worden. Und ich denke, dass man da auf einer freien Runde oder wenn man auch mit Reifendecken arbeitet, was wir gar nicht machen, wir fahren die Reifen hier auf der Strecke warm. Ich denke, dass man da noch eine Sekunde rauskitzeln kann, aber das Auto ist komplett im Reglement mit 350 PS. Das können auch über die Spreizung 360 sein, aber ich denke, dass da nicht viel mehr drin ist. Was wiegt so ein Auto? Der wird ja bestimmt auch ein Mindestgewicht haben, ne? 1250 Kilo. 1250 Kilo und 350 PS. Ist eigentlich so vom Verhältnis her noch human, ne? Aber die haben es einfach geschafft, so ein schnelles Auto zu bauen. Ja gut, das kommt natürlich aufgrund des Achsen, dieser extremen Breite. Der fliegt ja um die Kurven rum. Auf den langen Geraden geht dem natürlich immer die Puste aus, da mit 2 Liter Motor und 350 PS. Ist das Auto breiter als jetzt zum Beispiel Porsche und als die BMWs und so? Also dieser ist jetzt ungefähr 2 cm breiter wie ein aktueller GT3 RS. Ich laufe mal einmal ganz kurz nach oben. Ich weiß nicht, wo der Zollstock liegt. Ich muss einmal kurz die Spur weiter messen. Schande über mein Haupt. Eigentlich müsste ich hier so, wie so bei Kindern mit so einer Kette. So dauerhaft. Ich hätte auch tatsächlich gerne das Auto einmal gewogen.
alleine auch vorne hinten. Aber da das Ding komplett nach Reglement gebaut ist, wissen wir eigentlich das Gewicht und auch das Verhältnis. Also zur Erinnerung, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, ich meine, wir hatten bei dem Abarth 1,73 Meter. So ungefähr. Jetzt steht er hier in der Außenkante. Ach krass. Das Ding hat echt 2 Meter Spurbreite, ne? So muss so. Überhaupt einen Trailer rein? Ja, sicher. Muss er nur einen Mürtefinder haben, dann geht alles. Weil ich meine, mein Trailer, der Fitzel von mir, ich meine, der hat von Außenkante zu Außenkante entweder 2 Meter oder 2,5 Meter. Hat er ganz schön breit, wa? Ja, aber okay. Hab ich so auch noch nicht gemessen. Weil jetzt mal im Verhältnis dazu, der Abarth von mir, klar, ist eigentlich ein kleines Auto, der ist ja aber auch schon breiter gemacht. Und 1,73 zu 2 Meter ist halt schon eine Welt für ja, Auto. Das Auto hört hier sonst auf. So, ne? Das ist wirklich 13 cm. 13 cm, das passt. Also ganz hinten sogar noch ein bisschen mehr. Und das macht halt so diese Dynamik auf dem Kurs. Ja, ne? Ja. Und wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich wird auch 2 Meter Reglement gewesen sein, dass sie nicht breiter als 2 Meter sein dürfen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Distanzplatten noch fahren durften, das kann ich nicht sagen. Das ist ja alles über die Achse so breit gemacht, hier sind ja da eigene Achsen drunter. Also hier ist nichts mit Einfallstiefe oder Distanzscheiben gebaut, sondern die Achsen stehen so weit außen, vorne wie hinten. Okay, das war schon mal Punkt 1, den wir erklärt haben. Punkt 2, wir haben ja immer so ein riesen Bremsenproblem. Das ist hier auch sehr interessant, weil ihr seht hier vorne XXL riesig. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen 380, so in den Dreh, 370, AP 6 Kolben. Und jetzt guckt ihr mal hin. Das ist tatsächlich eine serienmäßige, unbelüftete Golf 7 Scheibe. Genau so ist das, die ist absolut serienmäßig. Also das wird irgendwas sein, ich sag jetzt mal vorsichtig, 240, 50, 60 vielleicht, aber unbelüftet, ohne alles, ohne einfach nur ein Festsattel, 2 Kolben AP und fertig. Krass. Ich sehe doch gerade Dirk schon eine neue Scheibe holen. Ja, was der an Teilen hier hat, wird eh noch. Also ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen, Dirk. Wenn das Wetter wieder besser ist, müssen wir das Auto natürlich einmal nochmal auf der Strecke zeigen. Da können wir da zur Not nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das Auto auch als Strecke zeigen. Das wollten wir, Dirk wollte schon immer die ganze Zeit. Ich sag so, nee, lass uns das in Ruhe lieber machen. Wir zeigen erstmal das Auto. Also die hintere Scheibe nur, damit du es sicher hast, ist 270. 270. Aber ist trotzdem eine originale Serienscheibe von VW. Für 50 Euro. Ja, die ist jetzt mal VW Motorsport gekauft. Die will mehr gekostet haben. Da könnte ja was dran anders sein. Ja. Die ist beschichtet extra. Genau. Wo wir hier so ganz viele Teile sehen. Ein weiterer Punkt von dem Auto ist auch sequenzielles Getriebe drin. Jawohl. Gibt es aber als DSG? Ja. Und sequenziell? Ja. Normalschalter aber gar nicht? Nein. Man sagt ja dem sequenziellen hinterher, dass relativ wartungsintensiv ist. Das ist auch so. Also wir ziehen alle 350 Kilometer haben wir Ölwechsel und alle 2.500 Kilometer ziehen wir die Getriebe und dann gehen die in der Wartung, in der Revision weg im Prinzip. Alle 2.000 Kilometer? Ja, 2.500 Kilometer. Im Rennbetrieb sagt man sogar, also wenn du startest noch fährst, die fahren wir ja nicht, dann sogar alle 1000 Kilometer. Eine Runde Bilzer Berg sind knapp über 4 Kilometer. Genau. Das heißt so 500, 600 Runden. Genau. Aber da wir ja auch noch andere Strecken fahren, geht das ruckzuck. Und das heißt, schafft ihr das einmal im Jahr? Alle zwei Jahre? Zweimal im Jahr? Mhm. Boah, aber 1000 Runden im Jahr muss man auch erstmal fahren, ne? Ja, ja, gut, aber kennst du doch Fahren. Weil das ist ja schon. Ich hätte jetzt mal so vorsichtig gesagt, ich denke mal, ich habe mit dem Abarth vielleicht in den letzten halben Jahr, wo das Ding gefahren ist, 200 Runden geschafft, so in dem Dreh? Also Ben fährt an einem Samstag ganz locker zwischen 100 und 120 Runden. Ist überhaupt kein Problem. Und wenn er dann sonntags morgens auch noch fährt, dann sind nochmal 30 Runden platt. Wie ist das mit Tank bei dem Auto? Hat der einen Serientank oder Renntank? Der muss ja einen Renntank haben im Innenraum. Ein Renntank, 100 Liter. Das heißt, da muss er dann auch zwischendurch mal tanken. Das wird für 100 Runden nicht. Ja, da reichen auch die Reifen nicht. In den Sphären, wo wir mit der Zeit sind, passt das mit den Reifen auch nicht. Also wir müssen mittendrin die Reifen einmal tauschen, aber wir tauschen dann einmal von vorne nach hinten. Ja. Ah, wie geil diese Perspektive von hier hinten. Ich kann jetzt hier von hier gerade so an dem Rücklicht vorbei, durch das Seitenteil an dem Reifen vorbei gucken. Okay, und dann muss alle paar Kilometer hier natürlich klar, das ist halt bei den Dockzähnen, mal gucken, ob wir hier was Passendes finden. Wobei, ehrlich gesagt, jeder andere würde die, also in unseren Kreisen würde man die einfach so weiterfahren. Ja, gut. Da sieht das nach Taco aus. Hier sind da kleine Abnutzungen dran, die kann man vielleicht nicht so richtig sehen. So, und dann kommt halt von dem Getrieberevisor die Frage, tauschen oder nicht tauschen, jetzt kannst du das weiterfahren und wenn es dann irgendwann ganz im Eimer ist, dann stehst du da. Ja. Das Getriebe kostet über 30. So, und dann überlegst du zweimal, ob du so ein Teil für 150, 170 Euro tauschen lässt oder nicht. Bei den Dockgetrieben ist halt immer folgendes, da sind keine Synchronringe zwischen. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr schaltet, knallen diese Zähne einfach nur rein. Das macht auch immer dieses Klack-Klack, also beim Schaltvorgang, dass es so knallt. Das ist halt so dieses Dock. Und das heißt natürlich, dass die immer über diese kleine Kante hier rüberspringen. Sowohl beim Runterschalten, als auch beim Hochschalten.
Also beim Runterschalten drücken sie sich rein und es macht so Klack und der Motor dreht hoch. Und beim Hochschalten ist es halt genau andersrum. Und so nutzt sich das natürlich ab. So, hier sieht man jetzt aber auch gerade schön, dass sie so einen leichten Hinterschnitt haben. Kriegst du das so drauf, dass das gar nicht ein gerader Winkel ist, sondern die einzelnen Zähne haben quasi einen Winkel, der abfallend ist. Dass es so wirklich nicht nur reingeht, sondern auch für immer drin bleibt, weil es sich dahinter greift. Und wenn natürlich dieser Winkel sich mehr und mehr abnutzt, kann es natürlich auch mal passieren, dass so ein Gang mal rausfliegt. Genau. Und wenn du dann gerade, keine Ahnung, bei 140 durch die Mutkurve fährst und auf einmal der Gang rausspringt. Ja. Also hier siehst du so einen Dockring immer so richtig jetzt abgenutzt. Klar, jetzt könnte man sagen, man fährt das noch weiter, aber wir lassen die Teile halt alle tauschen, weil wir da wirklich auf der sicheren Seite sein wollen. Aber du kannst mir die Teile gerne abkaufen, wenn du auch mal so ein Getriebe hast. Aber wobei wir gelernt haben, Dirk ist schwierig, was Abkaufen angeht, weil du bist ja Sammler, ne? Also was genau. Man hier noch so alles findet aus alten Autos, genau. Ist so eine Sache. Aber es sieht extrem hochwertig aus. Das muss man schon. Ja gut. Sadef ist auch mit so das Beste, was es gibt. Sadef ist mit, ne? Das Beste, was es gibt, auf jeden Fall. Antriebswellen auch ein Thema? Oder bei dem Auto gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Antriebswellen sind kein Thema. Verschleiß ist gar nichts. Das ist halt jetzt Reserve. Kann ja mal was nicht lieferbar sein. Antriebswellen kein Thema, deswegen hat man 12 Stück. So. Könnte ja passieren, dass VW ab morgen Antriebswellenproduktion einstellt. Ja, das kann ja durchaus passieren. Auf einmal gibt es die Antriebswelle nicht mehr und dann stehst du da. Ja, weiß man alles nicht, oder? Bei VW weiß man ja nichts mehr so genau. Also was ich an diesem, Punkte, die ich an diesem Auto am geilsten finde, ist halt, wie breit es ist. Also vorne ist das für mich perfekt. Das finde ich übelst geil. Alleine auch, man muss man ja auch schon sagen, das ist ja schon ein Spoiler hier, oder? Das wird ja auch definitiv Abtrieb erzeugen, dieses Ganze. Auf 13 cm so ansteigend ist ja schon krass. Was man mögen muss, ist diese Partie, dass sie die so krass gerade gelassen haben. Ja. Wird einen Sinn haben. So, wie war bei den 2015er Autos, war das noch anders, da war das alles rund. Also wie bei deinem Arbeit die Verbreitung, so war das 15er rund. Ab 16 oder ab 17 haben die diese eckigen Verbreitungen gebaut. Das ist ja ein Punkt, der mir beim Abarth seit dem ersten Tag nicht so gefällt. Ist also rundes Auto und runde Verbreiterung. Weiß nicht, ich glaube rundes Auto mit eckigen Verbreiterungen wäre ein bisschen saftiger. Aber ich meinte jetzt, dass sie hier vorne diese Kante noch angemacht haben. Mhm. Die macht es, finde ich, deutlich, nochmal deutlich, weiß ich nicht, irgendwie harmonischer. Aber meine Ecke, die ich am allergeilsten finde, ist, wenn du hier so reinfilmst, einfach so die Partie, wie die Luft hier hinter so raus kann. Was Carbon ist, deswegen. Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Aber einfach nur so, wie da so die Luft raus kann. Sieht man da, dass da Luft auch richtig rauskommt, wenn ihr mal am Regen fahrt oder generell so am Dreck auch? Wieder? Ja, Dreck ohne Ende, die ganze Seite, also der Reifen abgeht. Die ist alles an der Seite, das fliegt alles da raus. Mhm, Steine, das heißt, alles. Das heißt, die Entlüftung ist schon definitiv. Ja, die ist auf jeden Fall gegeben, vorne wie ein. Und was ich halt auch feier, ist dieser liegende Ladeluftkühler hier drin. Mit Luft rein und so raus. Also, dass man wirklich es schafft, den Luftstrom so übers Auto zu leiten. Vor allem, da drunter steht dann dementsprechend der Wasserkühler. Und wenn man jetzt hier mal reinguckt, ist die Front, das sieht man sonst gar nicht so, dass das alles ja links und rechts komplett zu ist. Das ist komplett zu. Dass das eigentlich komplett zu ist und wir ja wirklich nur... Also unten nur Wasserkühler und oben Ladeluftkühler. Geil. Aber alles hat perfekt angeschlossen. Und dann halt XXL Großbremse, ne? Bremse, genau. Wie ist das bei so einem TCR-Ding, so eine Stoßstange? Kann man das alles kaufen? Ist überhaupt gar nicht mehr. Ja, aber hier beim Teilehändler in der Ecke oder wo kaufst du sowas? Nein, das muss ich schon bei dem Partner kaufen, der die Teile nach Deutschland holt im Prinzip, der die Deutschlandvertretung hat von den TCR-Autos. Also ich bei VW kann jetzt nicht einfach sagen, ich hätte gerne... Nein, bei VW kannst du für das Auto, außer ich glaube, die Tür gar nichts bestellen. Die Teile sind alle extra. Und auch alle extra teuer oder geht? Ist alles irgendwie bezahlbar. Das heißt, eine Stoßstange, was kostet das irgendwie? Ich meine, die liegt irgendwie bei 2000 Euro. Oh, das ist ja wirklich noch, also klar, auch viel Geld, aber jeder, der so eine Stoßstange schon mal irgendwie bauen lassen hat, selber. Jeder, der so ein Auto fährt, weiß das ja im Vorfeld, wo das ungefähr liegt. Oder auch halt, wobei das ist an der Stoßstange mit dran, ne? Ja. In diesen geschlossenen Kühler. Genau. Geschlossenen Kühler, genau. Können wir Auge, darf ich einmal aufmachen? Sicher. Auch zweimal. Hier, das ist nur so. Das ist einfach nur Montageschutz, wenn ihr Motor was zu machen ist, damit die Ladeluftkühler alle bleibt. Aber die Position von. Das ist mir irgendwie angetan hier. Das ist halt irgendwie so Front maximal ausnutzen. Ja, auch dass die warme Luft weg ist und nicht die warme Luft noch im Motor hinterher. Weil normalerweise geht die Luft ja vorne rein und verteilt sich dann im Motor irgendwo. Ja, und so ist die Luft einfach weg. Weg, ja. Die warme.
Das ist Motor, original dann von VW alles? Der Motor ist komplett Serie, 2 Liter, ganz normal, Turbolader, alles Serie im Prinzip. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die den aufmachen und irgendwie andere Kolbenläufer bauen? Nein, alles Serie. Die Ansaugluft ist ein bisschen anders, sieht man ja auch, und dann das Getriebe. DSG schneller oder langsamer als sequenziell? Langsam. Weil ganz viele weiß, ich wollte immer DSG, weil es so cool ist. Aber ja, weil DSG kannst du 15.000 Kilometer fahren, vom Ölwechsel jetzt mal abgesehen im Getriebe. Und das Sequenzielle muss halt, wie gesagt, alle 2.000 Kilometer rauspacken. Also packst du das, sag mal, beim Daumen 7 mal raus und hast 7 mal die Kosten drauf und DSG fährst du einfach durch. Mhm. Ja, aber am Berg oben bei uns, man spricht von einer Sekunde ungefähr. Ja, 0,7 bis 1 Sekunde, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Dafür, dass das DSG ja gefühlt auch schon perfekt schaltet. Aber es wird wahrscheinlich auch eine Mischung aus allem sein, ne? Runterschalten, Gewicht. Ja, vor allem runterschalten, weil beim DSG hast du ja keine Motorbremse und beim Sequenziellen hast du ja die Motorbremse noch dabei. Mhm. Also du kannst ja wesentlich später bremsen. Also die Zeit wird über das DSG nicht, mit Sicherheit nicht über das Hochschalten gefahren. Die Zeit, die bessere Zeit kommt nur vom Runterschalten. Ach, ist echt so, dass man das beim Bremsen merkt, wenn der Motor vorne noch mitbremst? Also wir sind ja vorher Cooper TCR gefahren, da ist der Bremsenverschleiß total gigantisch. Weil er hat keine Motorbremse. Und jetzt mit diesen Sequenziellen, also das Auto, was Ben fährt, dieses Auto habe ich ja schon länger hier, ist der Bremsenverschleiß um die Hälfte gesunken, kann man vielleicht sagen, auf dem Auto. Dann muss man das aber vom Kopf her halt auch richtig können, halt im richtigen Moment dann auch runterzuschalten. Ne? Ja, und auch, Bremsen also stehen. A, bremsen und B, dann auch noch passend dazu runterschalten. Ne? Genau, aber das kennst du ja selber. Krass. Aber das sind dann halt alles so Kleinigkeiten, warum am Ende so eine Zeit bei rauskommt. Genau. Mhm. Was auch cool zu sehen ist, was definitiv nicht original ist, wie die ganze Karosse nachgeschweißt haben. Ne? Ja. Also wir haben schon an allen möglichen Stellen, ich sehe das auch da hinten überall so durch, die haben die ganze Karosse überall stepnete-mäßig nochmal nachgeschweißt. Ja, das ist ja auch der Tunnel, der umgebaut hier. Aber so eine Karosse kann man nicht kaufen, weil sonst würde sie hier schon stehen. Genau, im Moment kann man keine mehr kaufen, aber der Tunnel wird ja auch komplett aufgeschnitten. Nein, jetzt bin ich schon geil auf. Ich stehe ja mittlerweile auf so gekantete Teile. Das ist schon... Und da beneide ich ja alle drum, jetzt wo wir ein paar Mal selber vor Ort mit Wagenheber und so weiter, so eine Heberanlage, ist einfach schon geil, ne? Nein, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Knopf drücken, Auto ist hoch. Wie hoch hebt ihr das Auto schon, so 20 cm, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Und wenn du Elefantenfüße nimmst, dann kommst du ja zweimal hoch, dann kannst du ja noch einmal den Fuß nochmal dabei packen. Aber es wird ja auch der ganze Tunnel hier weggesägt in der Mitte bei in Spanien, damit der Sitz weiter in die Mitte kommt. Also durch den Tunnel geht im Prinzip jetzt nur noch die Abgasanlage durch, mehr nicht mehr. Deswegen ist da, sind da überall über die Schweißnähte überall. Weil ich sehe so gerade schon, auch hier drunter, also unabhängig davon, dass das ja definitiv kein originales Golfarmaturenbrett ist, das ist ja auch nur noch so ein Kunststoffcover, ist hier auch gar kein Träger mehr drunter, sondern die Lenksäule ist wirklich direkt an den Käfig geschraubt. Okay, und dann wurde der ganze... Darf ich mich einmal reinsetzen hier? Kann ich mich da mal einmal reinwürgen? Schaffst du das? Ja, ja. Krieg ich das schon hin. Na, guck mal, sonst hätten wir das Lenkrad noch abnehmen können. Oder einen Kran. Ich bin ja zum Glück gelenkig. Ja. Jetzt als Papa werde ich ja wieder noch gelenkiger, weil man mit dem Kleinen mal spielen muss. Achso, okay, ja krass, stimmt, man sitzt echt in der Mitte. Ah, das müssen wir gleich mal, das müssen wir als Insert mal fehlen, weil es ist nicht so, dass da ein bisschen was weggenommen ist, sondern der halbe Tunnel ist weg. Hm. Wirklich, der halbe Tunnel ist hier einfach weggeschnitten. Gab es einen schönen Framecut hier. Dann haben sie ein paar Bleche eingesetzt. Mhm. Und das alles nur, damit man weiter das Gewicht mehr in der Mitte kriegst, damit du weiter in der Mitte sitzt. Da werden sie sich was bei gedacht haben, ne? Genau. Wahrscheinlich Motor rechts, links, Getriebe, genau. Gerade mit dem sequenziellen auch relativ leicht. Das war, damit das einigermaßen wieder passt, das Ganze, damit man das wieder hinkriegt. Ich sehe mich beim Arbeit schon in der Mitte sitzen, einfach nur. Genau. Einsitziger Arbeit in der Mitte. Und Dirke, die Handbremse, was geht an dem Teil? Alter, aber guck mal, auch geiles, gekantetes Alu-Teil. Ja, die Handbremse ist eigentlich nur eine Startbremse, wenn du, ich sag mal, in Oschersleben oder Sachsenringenberg runter, wo die Startaufstellung ist ja abfällig, damit das Auto nicht vorwärts rollt, weil du halt die zwei Füße brauchst, einmal gucken und einmal Gas. Mhm. Und den dritten Fuß für die Bremse hast du ja nicht. Und auch sehr schön hier zu sehen ist, Waagebalken mit Verstellung, aber trotzdem noch zusätzlich auch noch einmal ein Regelventil, ne? Genau. Wenn du, verstellst du was während der Fahrt? Also ich selber nicht. Wenn schon, ich selber fasse die Bremse nicht an. Ich habe die einmal eingestellt und das funktioniert so für mich ganz gut. Und das. Aber du würdest, wenn dann an einem Rädchen drehen oder würdest eher die Hinterachse... Am Rädchen drehen. Eher am Rädchen drehen? Ja, ja, ja. Das ist, weil der Hebel ist natürlich schon sofort bam und am Ventil kannst du an dem gelben... Mhm. Kannst du natürlich schön feinfühlig alles einstellen. Da passiert ja wenig eigentlich. Mhm. Krass. Aber einen schönen OBD-Stecker noch hier zum...
zum Service machen. Ja, Daten auslesen würde ich mal eher sagen, oder? Ja. Hier ist ABS. Ist das ein spezielles ABS? Bestimmt, ne? Ja, ja. Müssten wir gleich mal hinter die Abdeckung gucken, was das ist. Das Steuergerät sieht ein bisschen anders aus. Sieht so ein bisschen aus wie eine Motec oder so. Ja, das Steuergerät für den Motor ist ja auch im Motorraum und nicht im Fußraum. Ah, das ist nur das Getriebesteuergerät wahrscheinlich, ne? Das wird wahrscheinlich nur das für das sequentielle Getriebe sein, ne? Kann das sein? Ich glaube immer eher, dass das ABS-Steuergerät ist. War der neu, als ihr gekauft hast? Nein, der hatte genau ein Rennen runter. Als ich den ein ganzes? Habe. Ein Rennen, ja. Weil der ja schon noch, muss man einfach sagen, schon noch fast neu von innen ist, ne? Also, da gibt es ja auch andere Rennwagen, die wo schon 8000 Liter ja, Sprit, genau. Sprit durch den Innenraum gelaufen sind, ja, ein bisschen genau. Öl, ein bisschen Dreck und so weiter, ne? Ja. Cool. Gute Pflege. Geht's auf solchen Kram holen? Aber was krass ist, tatsächlich Glasscheiben noch drin und Türen komplett aus Blech. Genau. Also da wäre gewichtsmäßig noch richtig was drin, aber wollte man wahrscheinlich gar nicht, wegen... Ja, wegen dem Reglement konnte man das ja auch nicht machen. Wegen und, Mindestgewicht, ne? Und Fahrradtür bestimmt auch wegen Sicherheit. Ja, und da ist nämlich, da hatte ich mich nämlich schon mal schlau gemacht, das ist nämlich laut Reglement so, dass der Tank vom Innenraum abgeschottet sein muss. Deswegen haben die über den Renntank nochmal komplett so ein, eine Abdeckung mit Lichtung. Ja, genau. Ja. Tanken tust du dann hier rüber. Komplett. Genau. Das habe ich umbauen lassen, wo ich den gekriegt habe, weil der hatte eine Stelltankanlage nur innen drin. Ha. Innen drin. Also da ist jetzt unser zweiter Stuhl reingekommen, der war ja vorher nicht drin. Mhm. Und wird dann ganz normal jetzt hier außen drüber. Ja. Dann stinkt es auch innen drin weniger. Und wer ey? Ist Tankanzeige. Ach geil, da hinten. Ja, du musst ja die Spritmenge manuell hinzufügen. Also da ist kein Rechner drin, sondern du musst wirklich 20 Liter rein, dann musst du 20 Liter dabei programmieren. Und natürlich musst du noch einmal im Jahr abtanken, damit du einmal auf Null bist, weil die Anzeige, so, die geht schon relativ genau, aber nicht halt hundertprozentig genau. Und der errechnet halt den Verbrauch. Ah. Über die Anzeige auch. Nicht in den Tankanzeigen mal aus, dass sie runtergeht, sondern er rechnet wirklich, wie viel Sprit habe ich verbraucht. Und dann sinkt im Display die Anzeige runter. Ach krass. Was ich auch krass finde, ist wie filigran für so ein Rennauto, die doch die Zelle gebaut haben, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Weil da ist ja auch nur das Nötigste drin, ne? Guck mal, wir haben ein Kreuz im Hauptbügel, ohne Querstreben. Dann hinten eigentlich auch kein Kreuz, sondern nur dieses V nach oben. Hinten eine Domstrebe, dann nochmal eine kleine Abstützung da unten. Das auch hier echt kleine Rohr. Was wird das sein? Ein 30er Rohr oder so? Mhm. Und oben im Dach. Ja, oben im Dach auch nur das V. Also die von den Punkten von vorne nach hinten läuft es quasi wie ein großes Kreuz. Also man hat quasi wie ein großes Kreuz einmal quer durchs Auto. Mhm. Und halt ne, relativ kleine Rohre hier. Ja, die quer steht dann nochmal, aber ansonsten ist der Bügel hier überall aus dem dicken Rohr. Ja. Also du hast ja hier immer das dicke Rohr und das ist ja nun mal eine Zusatzstrebe ja, hier ja. Nochmal. Und ihr fahrt einmal im Monat da immer mit? Immer wenn Gesellschaft da fahren ist? Ja, dann fahren wir damit. Und wenn unter der Woche oder after work fahren ist, fahren wir auch damit. Und dann natürlich über den Pistenclub noch die anderen Tracktests auf anderen Rennstrecken. Ja, also Steuergeräte Serie. Ja, also. nur nicht das Mapping da. Ja, genau, da wird keine Seriendatenstand drauf sein, da wird irgendwas anderes drauf sein. Ja, okay. So, wir geben euch ein ganz kleines Preview. Das war erst so der Anfang. Ich habe schon befürchtet, dass das noch viel, viel mehr werden wird hier. Mhm. Das ist interessant, oder? Hier kommt noch einiges. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss fürs erste Video. Danke, Dirk, für deine Zeit. Ja, bitte, sehr gerne. Hat mich gefreut. Mit der Kiste müssen wir auf jeden Fall zusammen noch mal ein paar Meter machen. Ja, du hast ja Angst. Nee, bisher war einfach nur nicht, da brauchen wir so einen ruhigen Moment für. So, ne, nicht in einer, weil das ist dann auch zu schnell und zu krass, da so in der Hektik mal kurz irgendwie, nee, lieber schon auf cool und geil, auch mit guten Kameraperspektiven, die wir dann aufnehmen, verschieden. Ich würde liebend gerne mal eine Kamera positionieren, so ein bisschen wie so das Rad hoch und runter geht im Innenradhaus. Das würde ich immer mal geil finden. Ja. Okay, ich würde sagen, freut euch auf Teil 2. Das war Teil 1. Tschüss und danke bis zum nächsten Mal. Tschüss.